Herzlich willkommen, mein Name ist Lawrence Jäckner, ich bin hauptberuflicher Futures Trader und Coach bei der Tralgo. Das heutige Thema ist recht brisant für viele, die jetzt gerade frisch starten wollen, beziehungsweise viele, die jetzt gerade mit dem Trading anfangen, vielleicht ihre erste Lernphase hinter sich hatten, durchs Research-Bereich bereits durch sind und jetzt überlegen, wie fange ich denn jetzt richtig an? Fange ich jetzt mit einem Eigenkapitalkonto an zu traden oder gehe ich in Richtung Fremdkapital? Da kommt es immer so ein bisschen auch auf die Personality und auf die Bedingungen, wie man mit Verlust und mit Gewinn umgehen kann, wie man mit Druck und Stress umgehen kann, als auch natürlich die finanzielle Situation natürlich prägend dafür ist. Also, was spricht denn grundsätzlich dafür, ins Fremdkapital zu gehen? Punkt 1 ist natürlich, dass wir im Fremdkapital grundsätzlich uns überhaupt erstmal keine Sorgen über Verluste, keine Sorgen über Gewinne, keine Sorgen über arge, hohe monetäre Verluste machen müssen oder sonst irgendetwas in die Richtung. Das Einzige, was wir dort haben, ist ja zu guter Letzt nichts anderes als die klassischen Prüfungsgebühren, welche sich ja bei jedem Anbieter so ein bisschen unterscheiden, aber im Kern sind wir irgendwo zwischen 150 und 160 US-Dollar, ohne dass wir irgendwelche Coupon-Codes oder sowas implementieren. Was haben wir dort aber letzten Endes vor uns? Wir haben nichts anderes vor uns, als dass wir, wenn wir eine Fremdkapitalprüfung starten, immer mit gewissen Regeln arbeiten. Das heißt, wir sind sehr linear unterwegs, beziehungsweise sind sehr, ja, eingenordet unterwegs, weil wir haben einen Maximalverlust. Das heißt, jeder muss auch erstmal verstehen, dass wenn wir ein 50.000-Dollar-Konto dafür die Prüfung angehen, haben wir im Prinzip nichts anderes als ein Risiko von im Schnitt meistens 2.500 Dollar. Mehr dürfen wir nicht verlieren. Dementsprechend heißt das aber für uns auch, dass wir eigentlich kein 50.000-Dollar-Konto haben, sondern nur ein 2.500-Dollar-Konto. Denn wenn wir mehr verlieren, ist das Konto weg. Dementsprechend haben wir ein 2.500-Dollar-Konto. So. Meistens arbeiten wir uns dann auf ein Ziel in der Prüfung von irgendwo zwischen 2.500 und 3.000 US-Dollar hin. So, dafür haben wir meistens eine klare Vorgabe, welche Zeiten wir traden dürfen, welche News wir nicht traden dürfen, sofern wir überhaupt News traden dürfen. Oder wir dürfen halt immer traden, ganz normal. Welches Profitziel wir erreichen müssen, welche minimalen Handelstage wir dafür brauchen. Das heißt, nach Open End, nach hinten hin ist alles frei, je nachdem, wie lange man braucht. Aber man muss eben eine Mindestzeit traden, um letzten Endes diese Prüfung zu bestehen, um dem Fremdkapitalanbieter zu zeigen, okay, du bist kein One-Hit-Wonder, du haust nicht nur einen guten Trade raus, sondern du haust das letzten Endes auch über 10 Tage raus. Dass die das jetzt nicht richtig wirklich nachprüfen, wenn du jetzt wirklich mit dem ersten Tag bereits 3.000 Dollar machst, Prüfung bestanden, und die restliche Zeit machst du nur so In-and-Out-Trades, also rein und direkt wieder schließen, das fällt denen meistens nicht auf. So, jetzt hast du das Prüfungskonto bestanden und jetzt kommt man ins Funded-Konto. Im Funded-Konto hat man wieder erneut die gleichen Regulatorien. Das heißt, manchmal kommen noch ein paar Scaling-Regeln hinzu. Das bedeutet, man darf bis zu einer bestimmten Summe nur 1 bis 2 Kontrakte nehmen, dann ab dieser Summe 2 bis 4 und so weiter. Das ist aber nicht üblich, beziehungsweise nicht bei sehr vielen Anbietern. Dann haben wir aber demnächst wieder die Thematik, wir haben wieder 2.500 Dollar Maximalverlust und haben dann letzten Endes, wenn wir uns darauf hinarbeiten, wieder ein Profitziel. So, das ist der sogenannte Threshold. Und über diesen Threshold hinweg, das bedeutet als Beispiel, der Threshold ist meistens die gleiche Summe, wie wir unseren Maximalverlust haben. Spielen wir das Spiel wieder durch. 50.000 Dollar Konto bedeutet 2.500 Dollar Risiko. Bedeutet, wir müssen im Funded-Konto 2.500 Dollar erstmal ertraden. Na, weil die sind ja nicht doof, in Anführungsstrichen, wenn sie euch wirklich Geld geben würden und keine Demokonten. Wäre es ja so, dass sie erstmal ihr eigenes Risiko absichern wollen. Dementsprechend lassen sie euch diese 2.500 Dollar erstmal ertraden. Und alles ab den 2.500 Dollar kann man sich dann auszahlen. Manche Fremdkapitalanbieter haben dann bestimmte Vorgaben, wie viel man auszahlen darf, wann man das auszahlen darf und so weiter. Oder Minimumbeträge, wie viel man auszahlen darf.
Wenn wir das jetzt aber mal kumuliert betrachten, haben wir beim Fremdkapital innerhalb von, sagen wir mal, wenn wir alles in der Mindestzeit bestehen sollten, dann haben wir 10 Handelstage getradet, um 2.500 bis 3.000 Dollar zu verdienen, um die Prüfung zu bestehen. Und dann haben wir im Umkehrschluss im Funded-Konto nochmal das Gleiche. Sagen wir haben uns auch wieder 10 Tage Zeit gelassen, um dann letzten Endes im Funded-Konto ebenfalls diese Regulatorien zu treffen. So, jetzt kommen wir an den Punkt, dass wir also nach 20 Handelstagen, die wir getradet haben, 5.000 Dollar verdient haben, ja, die uns nicht gehören. Das Einzige, was wir dafür gemacht haben, ist, dass wir nichts anderes als kein Risiko haben. So, alles darüber hinweg können wir uns dann ertraden. Das heißt, wir haben 5.000 Dollar ertradet und haben hierbei jetzt die Möglichkeit gehabt, okay, zu sagen, wir haben kein Risiko und das war's. So, wie sieht das jetzt mit dem Eigenkapital aus? Warum sollte man dann nicht in solchen Momenten dann nicht lieber ins Eigenkapital steigen? Oder warum sollte man in solchen Momenten dann nicht lieber sagen, okay, ich arbeite gleich mit dem eigenen Geld? Ja, das ist ein Problem, das viele Trader am Anfang, vor denen sie sich wirklich konfrontiert sehen. Denn das Problem ist letzten Endes, welches wir damit haben, ist, dass man das erste Mal tatsächlich dann mit Verlust konfrontiert wird, mit Druck konfrontiert wird, dass man Probleme hat, bestimmte Situationen richtig zu evaluieren, dass man eher gerne mal in die Situation kommt, sich nicht an seinen Tradingplan halten zu können, weil man etwas unterschätzt hat, weil man etwas übersehen hat, weil man etwas einfach falsch interpretiert hat. Dementsprechend hat man dort schneller diesen Reaktionsverlust bzw. diesen Kontrollverlust. So, mit einem richtigen statischen Risikomanagement oder mit einem vernünftigen Risikomanagement allgemein lässt sich das natürlich alles ausbügeln, hängt aber wieder an der Disziplin des Traders zusammen. Jetzt kommt aber der Knackpunkt. Ihr verdient dort ab dem ersten Trade direkt euer eigenes Geld. Das bedeutet, wir haben im Prinzip, wenn wir ein vernünftiges Risikomanagement betreiben wollen und jetzt sagen wir, okay, wir machen mal das Gleiche, wie wir es bei den Fremdkapitalanbietern haben. Wir nehmen uns wieder ein 2.500-Dollar-Konto, das heißt, wir laden unser Eigenkapitalkonto mit 2.500 Dollar, Euro, wie auch immer, auf und wollen das jetzt traden. So, jetzt ist aber Fakt, dass wir zum Beispiel im Fremdkapital bei einem 50.000-Dollar-Prüfungskonto gleich 5 bis 6 Kontrakte verwenden können. Naja, das ist natürlich mit 2.500 Dollar alleine schon aufgrund der Trading Margin nicht möglich. Dort könnte man, wenn wir mal von einer Sicherheitsleistung von 1.000 Dollar für einen Nasdaq-Kontrakt ausgehen, gerade mal 2 Kontrakte traden. Und das wäre schon alles andere als in irgendeiner Hinsicht vernünftiges Risikomanagement. Also da sind wir weit weg von vernünftigem Risikomanagement. So. Jetzt kommen wir aber an die Situation, dass es im Future-Markt, genauso wie im CFD-Markt, natürlich kleine Positionsgrößen gibt. Es gibt nämlich nicht nur die E-Mini-Nasdaq-Futures oder S&P 500-Futures, sondern es gibt auch die sogenannten Mikro-Futures. Da haben wir zum Beispiel, dass wenn wir einen Mikro-Future benutzen im Nasdaq, dann haben wir 50 Cent pro Tick. Das heißt, man kann mit kleinen Konten ebenfalls sehr effektive Gewinne einfahren und sich mit kleinen Konten auch reinskalieren. Denn pro Tick verlieren wir 50 Cent. Das bedeutet, wenn wir 2 Kontrakte benutzen, haben wir pro Tick 1 Dollar. 3 Kontrakte haben wir 1,50. 4 Kontrakte haben wir 2 Dollar. Es ist ganz einfach. Ihr könnt euch das so vorstellen. Nehmen wir das Beispiel. Wir haben einen Mini-Future. Das ist der größere. Da haben wir eine Sicherheitsleistung von zum Beispiel 1.000 Dollar, die wir haben müssen. Das heißt, wir haben im Mikro-Future, das ist dann nur ein Zehntel, ne? Ein Zehntel von Mini ist Mikro. Das heißt, wir haben dann statt einer Mindestmargin von 1.000 Dollar, haben wir nur noch 100 Dollar. So, und mit 100 Dollar einen Kontrakt oder 2 Kontrakte zu kaufen, damit kann man wieder arbeiten. Das bedeutet, am Ende steht für euch die Entscheidung, wie sicher seid ihr euch im Trading? Wie sicher seid ihr euch mit eurer Personality? Wie sicher könnt ihr schon mit Druck und Verlust etc. umgehen? Wie fit seid ihr schon nach eurer Research- und Trading-Plan und Live-Trading-Plan-Phase? Das heißt, hier ist jetzt wichtig, womit wollt ihr letzten Endes arbeiten? Ich zum Beispiel, ich habe mich sehr, sehr schnell nach meiner Lernphase, also nach meiner Theoriephase sozusagen,
von der Thematik Demokonto komplett abgekoppelt. Ich habe fast nur noch Evaluationen und Fremdkapitalprüfungen getradet, um mich mental auf höherstellige Drucksituationen und einfach auf mental schwierigeres Trading, weil es ja eine gewisse Bedeutung hat. Demo-Trading hat keine Bedeutung, dementsprechend jeder kann der tollste Hengst oder die beste Person sein letzten Endes im Demo-Trading. Sobald man aber mit mentalem Druck konfrontiert wird, scheitern die meisten schon wieder. Dementsprechend ist es für uns dort ganz, ganz besonders wichtig, dass wir in solchen Situationen in der Lage sind zu schalten. Das heißt, je früher man sich im Prinzip stärkeren Situationen aussetzt, desto schneller kann man lernen. Heißt für euch nichts anderes, ich habe mit Fremdkapitalprüfungen angefangen, bin dann ganz schnell in das Eigenkapital über die Mikrofutures und dann habe ich mit den Mini-Futures getradet. Das heißt, ich habe fast ausschließlich Eigenkapital getradet, da ich schnell gemerkt habe, dass ich im Fremdkapital weniger schnell vorankomme. Aber ihr müsst für euch wissen, was funktioniert bei euch am besten. Fangt am besten einfach mit einer Fremdkapitalprüfung an, schaut sie euch an, wenn es klappt, wunderbar, dann beendet sie die Prüfung, arbeitet damit hoch und arbeitet gleichzeitig an einem Eigenkapitalkonto. Wenn ihr aber bereits euch sehr stark fühlt, dann springt gleich in die Mikro- oder Mini-Futures. Von daher viel Erfolg und bis zum nächsten Video.